Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Gate, dem Torwächter der Sounds. Was das ist, das erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch erstmal los. So, hier habe ich ein Gate und gehen wir einfach mal über das Gate drüber, was es hat. Es hat einen Ausknopf, es hat Presets sogar, der Name, dann hier gibt es die Fernsteuerung, hier sind die Modulatoren versteckt. Dann gibt es hier einen Sidechain und diesen Sidechain habe ich schon mal mit einem Head belegt, was ich hier schon mal vorbereitet habe. Dann gibt es hier das Display, wo man sieht, was passiert, das sehr schön ist. Hier unten gibt es den Threshold und das ist eben dieser Torwächter, Tür auf, Tür zu, so ein bisschen. Mit dem bestimme ich wie bei einem Kompressor, ab welcher Signallautstärke denn überhaupt ein Ton von meinem aktuellen Synthesizer, den ich hier am Start habe, dieser Polysynth, wann der überhaupt durchkommt. Und warum man jetzt hier nichts hört, liegt daran, weil es hier einen zweiten Regler gibt, nämlich die Death. Das ist einfach nichts anderes als ein Regler, um wie viel der Sound reduziert wird, wenn aus der Sidechain ein Signal kommt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hochziehe und den Threshold hier ein bisschen hoch mache, kommt hier gar nichts mehr durch. Wenn ich das hier auf quasi minus 0 dB stelle, den Threshold, dann höre ich wieder was. So, und sobald ich den hier wieder runterdrehe, also die Lautstärke, die Gain Reduction, die Lautstärkeverringerung verringere, sodass zum Beispiel nur noch 11 dB verringert werden oder nur noch 7 oder 5 dB oder so weiter, wird mein Ton hier von meinem Synthesizer wieder lauter. Dann rechts daneben gibt es Attack und Release. Kennt man schon von der ADSR-Kurve. Attack einfach, wie lange braucht der Sound, um reduziert zu werden. Und wie lange braucht der Sound, um wieder von der Reduktion quasi zur Normallautstärke zurückzukommen. Dann gibt es hier einen Side-FX. Chain, das ist ein Effekt auf das Signal, was hier per Sidechain reinkommt. Da habe ich jetzt einfach mal ein Delay reingepackt. Und hier gibt es dann noch ein weiteres Display und das Display zeigt mehrere Sachen an. Der rote Strich hier, der zeigt den Threshold an. Das heißt, wenn ich ein Signal habe, was reinkommt, kann ich sagen, okay, ab diesem Signal soll die Gain Reduction stattfinden. So. Ich lasse das gleich mal laufen, dann seht ihr das. Und hier sieht man dann auch in der Mitte dann auch nochmal, wie stark die Gain Reduction ist. So, ich habe hier jetzt eine E-Hi-Hat und die ist stumm geschaltet, beziehungsweise auf minus unendlich dB. So, und wenn ich die jetzt laufen lasse, den Threshold hier einstelle und die Gain Reduction reinnehme, sieht man gleich, wie das Signal der Head, die sich so anhört, ganz normale 16. hier, dieses Signal reduzieren. Und da ich aber die Head nicht hören möchte, schalte ich die einfach leise. So, ich könnte jetzt auch einfach hingehen und könnte sagen, okay, ich mache mir jetzt ein zweites Pattern und jetzt mache ich mir so vierte Schlag kommt hier raus und dann kann ich hier mir so einen Rhythmus bauen und kann es natürlich auch hier mit der Gain Reduction, mit dem Threshold spielen. Sieht man hier die rote Linie, der Threshold. So, jetzt bin ich voll im Signal. Mit Death bin ich schon hier um fast 60 Dezibel wird das reduziert und kann jetzt hier auch mit der Attack und dem Release spielen. Wenn ich jetzt mit dem Attack spiele,
kommt er ein bisschen weicher rein. Und mit der Release, das ist, sage ich einfach, wie lange der Ton, wie langsam der Ton gehört wird. Das heißt, eine längere Release lässt mich den Ton länger hören. Man sieht es hier auch schön an der Kurve, dass der gar nicht mehr so weit runter reduziert wird. Weil es geht einfach zu schnell. Wie ist das hier wieder näher? Ich lasse hier gerade mal den hier laufen noch. Der Flange-Effekt kommt hier von dem Synthi. Das hat mit dem Gate hier nichts zu tun. So, und jetzt könnte ich hier die E-Hat noch mit einem Delay verändern. Könnte sowas machen. Das heißt, ich kann mir hier einfach einen Rhythmus zusammenbauen und nach diesem Rhythmus wird dann mein Polysynth gespielt. Und was ich natürlich auch machen kann, ich mache hier mal das Delay aus, ich finde das nicht so sonderlich schön. Wenn ich hier damit spiele, kann ich zum Beispiel langsam reinfaden mit der Death, sodass ich langsam so einen Gating hier habe. Ich kann auch sowas Ähnliches noch mit dem Release machen, dass ich das Release langsam zurückfahre. Man sieht es hier schön, wie dann die Reduktion stattfindet oder sie wieder raus oder ich sie wieder rausnehme. So. Und so kann man schön den Sound, den man hier hat, so ein bisschen zerhacken, auch schön rhythmisch zerhacken und verschiedene Rhythmen zerhacken. Was Ähnliches könnte man so ein bisschen machen, das aber nicht dasselbe mit einem Tool und einem Classic LFO zum Beispiel. Wenn ich den jetzt hier nehme und das hier abspiele, ich habe das deaktiviert, dann kann ich sowas machen. Das ist so ein bisschen ähnlich und ich kann hier auch mit dem Amount ein bisschen rumspielen. Aber ich habe halt nicht die Möglichkeit, wenn ich das über einen weiteren Track mache, dass ich hier noch eine gewisse Rhythmik reinbringe. Also das hier, was ich hier hatte, wenn ich das hier mal anmache und den hier natürlich wieder. So, diese Rhythmik kriege ich natürlich mit dem nicht hin. Da müsste ich ein bisschen komplizierter die Modulatoren hier einsetzen, sodass ich noch einen zweiten Modulator nehme, der mir diesen Modulator moduliert, den Amount moduliert und dann immer an den dritten Schlag dann quasi aussetzt oder sowas. Wäre auch möglich. Das heißt, mit dem Gate kann man eine ganze Menge machen, aber so ein paar Beispiele werde ich in einem zusätzlichen Tutorial in einer Practice Session mal angehen. Einfach, dass man mal so ein paar Ideen bekommt, ja, welche Möglichkeiten es gibt, was man mit so einem Gate machen kann. Ganz bekannter Kollege ist hier das Transgate aus der elektronischen Musik. Das wurde immer ganz gerne genommen und da gibt es aber noch ein paar mehr, zum Beispiel wie man Aufnahmen ein bisschen rauschfreier macht oder ein bisschen sauberer macht. Rauschfreier ist es sicherlich nicht, aber dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwas aufnehme, dann möchte ich nicht die ganze Zeit sämtliche Umgebungsgeräusche drauf haben. Ich habe sie halt immer nur dann drauf, wenn ich spreche, weil dann der Threshold überstiegen wird und so eine Sachen. Aber das mache ich, wie gesagt, in einer extra Practice Session. So, das ist schon das Gate in seiner Grundfunktion. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt die Cowbell, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.